halt ein Skull hier. Sonst skaliert das hier noch. Sonst eskaliert das noch. Kein Kommentar. Steht Panik nicht? Ach du Scheiße. Oh, oh, jetzt. Nein, nein, die kriegen noch aufs Maul. Jetzt. Ja, boah, oh, die wurden noch unter, wo. Alter, war das knapp. Ja, das war gewollt. Ich habe Meteorschau übrigens nie benutzt als wirklich als Elementarmagier. Einfach aus dem Grund. So, krass, das ist viel zu lange. Das, ja gut, das kannst du ja reduzieren. Aber die Erschöpfung und was auch immer. Ja, genau, Erschöpfung. War kennst du noch Freak? Aus Lens? Freak? Nein. Das war auch der Elementarmagier mit der weiblichen Ele. Der hat auch nachher den Charakter Mary Drana. Eine Opsi für mich. Da habe ich ja schon drei. Das ist jetzt übrigens der schwerste Teil hier, weil hier ganz viele Meteorschauer kommen könnten. Der kommt schon zum Beispiel durch. Aber der geht alles noch auf die Minions. Der hatte immer, mit dem habe ich ein paar Hardmode-Missionen gemacht in Nightfall und der hatte, oder beziehungsweise wir durften erst in die Gruppe reingehen, wenn er Arcanes Echo bereit hatte und Meteorschauer. Also er hatte immer, er war weit genug. Seine Opsi ein, bevor gleich. Was, bevor die gerade. Bevor die gleich Totenzerstörung ist. Kriegen die weg. Rauchläufer bitte erst. Doch erst ein Rauchläufer. Der halt doch ein bisschen zu krass. So, heilender Samenhaut, dann nehme ich raus. So, I. So, jetzt hier die Hydras weg. Einen nach dem anderen. Eine Samen ist fies. Aber der Sonnenspeer-Skill ist viel fieser. Mit dem. Oder? Ja, auf jeden Fall. Der ist mega geil. Wenn du den auf dem Tank drauf haust, ist das einfach zu. Der ist einfach zu krass. Ja. Vor allem wenn du auf Sonnenspeer auf 12 hast. Ja. 12? 10. Ich bringe aber 8. 10 und 8 war es, genau. So, jetzt den hier noch aufs Mull geben, jetzt den hier aufs Mull geben. Hätte ich eigentlich mitnehmen können. Lebenssaat also. Lebenssaat, genau. Nein, lohnt sich nicht. Lebenssaat ist geil. Lohnt sich höchstens als Protter, was aber auch nicht mehr in Gang und gäbe ist. War damals ein UW immer gut. Ein WDH-Mönch und ein Protter war immer drinne. Ne? Was WDH? Oder welchen Heelskin hatte man damals immer drin? Nee, WDH war es ja, immer. Da muss man, ja, da vor HB und UA war WDH, ja. Genau. Ja, WDH meine Helden auch jetzt noch drin. Ich habe immer ein HB und ein WDH drin. Ja, das war nicht schlecht. Ja, UA ist ja nicht mehr der geile Skill, dass du dir auswählen konntest, wenn du retzt. Das ist ja leider, lass mal hier lang gehen. UA war ja damals hier mal schön bei VSF drin, also. Und da ist ein Schwerfarm drin, ne? Weil der eine ist ja über die Mauer immer durchgerannt und wenn er tot ist, wurde er halt durchgezogen. Ja, aber da, ja gut, wenn einer tot ist, dann ging das noch, aber wenn mehrere gestorben sind, als die Mauer dann offen war, ne? Ja, das ist voll. Was? Was hast du alles im Inventar? Also ich hab noch, okay. Gut, das erste, was ich vergessen habe, ich verkaufe eigentlich sonst das erste Mal, wenn ich immer beim Herr der ewigen Schmiede sind. Wir sind ja diesmal nicht dahin gerannt. Ach. Ja, ne? Wie viel Gold hast du? 392? Ich auch. Ja, ja, das haben wir sonst immer gemacht. Also du kannst mir gleich zu mir kommen. Morgen. Nach der Ruhe haben wir Kaufmann am Stand. Du kannst noch die Opsi einfach geben, hast einen Platz mehr. Ja. Hauptsache erstmal. Ja, du kannst auch einfach rausschmeißen, die gehen ja nicht kaputt, die Sachen, aber okay. Ja, ja, macht nichts. Ja, gut, habe ich schon mal drei Opsis von 105. Soll ich meinen Schaden schildern? Wow. Weiß wo 11. Außer Truhe. Da vorne war übrigens eine Truhe, ne? Aber. Ich hab das mal verkauft, bevor da jetzt. Ach ja, gut. Okay. Was ist denn denn? Oh, das ist der Kauf. Die Kauffrau. Weil du es herbeigerufen hast. Warte mal, ich mach das anders. Erstmal die. Das ist jetzt der Koffer, oder? Erstmal die Obsidian-Schere. Lol, ich hab's falsch gelegt gehabt. So. Erstmal die Obsi hinter den Sachen legen, die man nicht verkaufen kann. Ah, scheiße. Ich hab die Taschen einfach ausgeblendet, wo ich nichts verkaufen möchte. Warum möchte ich da jetzt eine einzelne? Achso. Wenn man die bewegt, dann die ganz hinten. So. Zack. Immer noch ein Dietrich. Warum habe ich die Umrissknochen nicht verkauft? So. So, ich habe jetzt drei Platin.
Den Run oder was? Ich hatte 400 Gold und jetzt habe ich Sachen verkauft, habe ich 3 Platin. Also du hast noch voll die geilen Stangen zu fressen. Aber ich habe den ja schon voll. Und wie gesagt, ich habe ja 30 Maximaltitel, ich bin ja Gott Untersterblichen. Ja, ich muss angehen, ja, ja. Ich habe einen dicken. Boah, meiner ist gerade so geil und dick deswegen. Was lachst du ja schon wieder? Müll. Wollen wir die alle töten hier? Was mussten wir bei Chris noch machen? Ganz hinten mussten wir quasi diese Abgründe. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ich bin einfach stehen geblieben. Ja, weiß nicht, wer es war. Ich weiß auch, wer es war. Weißt du, im Hard-Mode hier, wo wir hier mega Probleme hatten bei dem Full-Run? Ja, wir hatten ja auch den Yannick und seinen komischen Kollegen dabei, der nichts konnte, oder? Ja, ich glaube, wir hatten nur Yannick dabei, ja, oder? Rechte da. Ach ja, ja, kann auch sein. Ich weiß nicht, wie noch willst du die hier mal eben pullen, diese Gruppe, bitte? Du hast ja einen Bogen. Ich hab meinen gerade verkauft, meinen langen Bogen. Hol ich mal. Ja. Ich glaube, ich hatte auch ohne Bogen direkt. Er ist ein Rauchläufer. Wenn der Panik drauf hat, ist alles in Ordnung. Dann passiert eh nichts. Zack, alle interrupted. Bam, oh, Junge. Dabei. Ja. Zack, oh, guck mal, die Gruppe, die ging ja mehr als schneller down als eine Nurine mit einer Abrissbirne. Ja, weiß ich auch nicht, was ich ja gerade gesagt habe. Holst du da einen von? Am besten den hier. Also den hier direkt. Range, ey. Was ist denn das eigentlich, ein Qualflachbogen oder was? Ja. Kenn ich am Skin. Ich hab dick, ne? Ich hab auch dick. Aha. Oh. Jetzt wird's spannend. Noch ein Rauchläufer, ne? Ja, er ist den hier. Tüdelü, das sind 2 Rauchläufer übrigens. Aber wenn der weg ist, dann haben wir schon mal so, dann kommt jetzt noch der. Das finde ich übrigens schön, dass man hier mit Steuerung auch die ganzen Gegner sieht und mit Alt alle Verbündeten. Das haben sie ja auch rausgenommen. Nein, habe ich ausgenommen. Ja, aber es ist. Ja gut, egal. Kein Kommentar. Ja, was denn? Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Aber egal. So, zack. Sterben! Also, ich sollte nicht rausrennen, wenn die gerade mich angreifen, aber alle in dem Strahl drin stehen. Wäre von Fort. Oh, unsere Gruppe ist gerade bei 70%. Die Hydra sind mir wichtiger gerade. Wir haben immer noch Verhexung entfernt drin. Also? So, jetzt können wir die Skale hier eben weg. Nutzt es auch? Kannst auch deine Kaufmann machen. Der wird übrigens auch geheilt von uns. So. 1. 2, 3. Ja gut, dann haben wir doch die ganze Gruppe gemacht, ne? Ja, gut. Die Rauchläufer halt vorher rausballern und fertig. So muss das sein. Ja, wenn ich hören will, ne? Du musst fühlen. Ich höre immer, Bro. So. Also Flammenberg. Oh ja, muss jetzt mal identifizieren und so. Ja, wie es immer erst wiederverwerten möchte. Ich hatte übrigens erhöhter Verkaufswert drin. Ich will ja nicht zu trinken. Ich warte hier, wenn du die Quest annimmst. Okay. Okay, wir sehen uns dann in 2 Stunden wieder. Wie war die nicht am Anfang? Oh Scheiße! Ich kann noch was holen. Gleich. Miku, der Entfesselte. Lass mich dich anreden. Lass mich dich fesseln. Ich habe übrigens auch einen Arschpokal. Tatsächlich. Den muss man nicht abgeben. 2. und 3. Platz darf den behalten. Nur der 1. Platz nicht. Der kriegt einen anderen. Sklaven von Menzies. Menzies. Oberherr der Schatten sind das hier übrigens. Und deine Kauffrau stirbt gerade. Segler Stärke ist nicht durchgekommen.
Siegel der Heilung auch nicht, aber Kraftangriff kam durch. Und sie ist tot. Oh, musst du wem schreiben? Ich habe auch eine Nachricht. Oh ja, ich sag's dir noch, weniger als eine Minute. Dann ist die Dick Celebration und so. Cause every time we touch, I get this feeling. Ich hoffe, du schreibst keine SMS beim Autofahren. Touch! I get this feeling. Call on me. Call me, call on me. Ich könnte ein bisschen Musik damit machen. Nightcore ist ja erlaubt. Aber das habe ich mir schon für das Minecraft LPT aufgehoben, dass ich da erst Musik anmache. Natürlich habe ich das erst nach der letzten Aufnahme alles mir geholt. Huiuiui. So, 0:00. So, ich muss erstmal einen Kollegen schreiben. Alles gut zum Geburtstag, ne? Ja, danke, danke. Deswegen bist du ja hier. So, ich schreibe dem Mock jetzt erstmal hier alles Gute, Mann. So, alles Gute, Ausrufezeichen, so, erster. So. Der schreibt. Dann muss ich dir gleich mein tanzendes Etwas geben. Dein was? Mein tanzendes Etwas. Das ist ein Wackeldackel. Wollen wir die Truhe holen, oder was? Nö. Nö. Keine Ahnung. Nein, ich will hier schnell durch. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich ein bisschen Musik an. Aber nein. Richtig hin. Du könntest Musik über den Laptop anmachen. Es ist nämlich... Minuten ist ja mal Hochskrankheit. Ich sag's irgendwie eine Stunde oder so? Ja, eine Stunde, aber... Nein, eine halbe Stunde. Aber du hast das Ding ja schon ein bisschen herbeigerufen gehabt. Ja. Na und? Du kannst ja mir den himmlischen geben. Ja, aber da steht ja sonst trotzdem die volle Zeit, auch wenn der Wald bleibt. Nee. Da wechselt dann... Das zieht dann direkt runter. Wir sind Verteidiger, das dürfte auch sogar meiner sein. Eure Lebens- und Energiemoral werden durch hohe Moral beflügelt. Oh, du hast nur eine Beirutskrankheit. Ich weiß, mehrmals. Nein. Zweimal bist du hier schon verreckt. Einmal. Zweimal. Einmal. Möglicherweise war es auch zweimal. Es war zweimal. Gut, 10.000 EP, Mann. So. Aha, ich will immer M drücken, um auf die Map zu gucken. Ich will immer B drücken, um Inventar zu öffnen. Aber mit B mache ich nur Spectator offen. Ich habe diese Map nie offen. Leute, wo hängt die eigentlich bei mir? Beim 19 Zoll Monitor hat die da hingepasst. Ich habe die mal da unten. 19 Zoll? Das ist 19, der hier. Das ist eins von den Haken. Ich habe 24. KZ, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, was ich habe. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Wir reden, glaube ich, von was Unterschiedlich. Ja, Hauptsache, einer aus dem Verein schreibt mir sofort alles Gute. Ja, also ich glaub, sie ist schon wieder kaputt gegangen. So eine Scheiße. Du hast doch sogar einen Schlüssel bekommen, Opsi. Also meiner ist heile geblieben. Ich habe schon wieder einen Schattenbogen bekommen. Zack, 15,50. Oldschool. Zack. Ja. Den nutze ich jetzt, für meinen Waldläufer, der nicht vorhanden ist. Zum Bullen. Ja, wir gehen am besten hier hinten lang, oder? Ohne irgendwas zu ziehen. Das sind aber... Die haben ein paar Absicht zu viel. Ja, ist mir egal. Du hast abgepolt. Nein, renn einfach. Lauf doch. Oh, du hast ein paar tausend Scheiße aus. Ich hab, ja, mein Miniaturverschlinger. Ich mag das Vieh. Ich hab mir das Ding mal, damals gewidmet für 5 Platin, für 10 Platin gekauft. Echt? Für 10 Platin? Da waren die Dinger noch gerade frisch raus und da war es noch nicht. So, da hatten die Dinger auch noch so einen leichten Wert. Gehen wir von hinten an den Wald dran? Ne? Nein, wir müssen eh von vorne dran. Ne? So. Ja, da hatten die damals noch einen Wert, diese Teile. So.
voller Freak, ey, schreibt er mich direkt, als da umspringt, wahrscheinlich bei ihm, dass ich Geburtstag habe, geht er immer direkt hin, hey, du hast Geburtstag, alles Gute. Voll die Freaks, so wie du, ey, schreiben die mir direkt. Gratulieren die mir direkt, ey. Wer hat eine Quest für mich zum Abgeben? Ja. Ja, jetzt hab ich schon, Ja, noch nicht, doch. Doch, hast du direkt am Anfang gemacht. Ich hab schon 74.000. Ja, ich hab gesagt, hast du direkt doch gemacht. Soll ich, Mann. Also schade, dass ob du behindert bist, habe ich gefragt. Der heißt Hannes. Pöbel Hannes. Nee, Hannes Probst. Ich bin einfach durch die Dinger gekommen. Welche Dinger? What the fuck? Ich war gerade mit meinem Handy beschäftigt. Ich hab's gesehen. Wer hat denn das Wasser in den Fluss getan? Ach, du bist schon das Geist, wenn du ein direktes Kettchen nimmst. Das hat Knach gemacht. So, ich muss mein Handy mal kurz aufladen. Angriff. Erstmal Randale schieben hier. So. Guck mal, alles perfekt hier. So, du meinst die Geisterhüter. Du bist tot. Fuck, doch nicht. Hast Glück gehabt. Dass du so nah standst. Cause every time we touch. Ja, und ich hab einen Sparta! So, komm, lass mal die Spinnen ziehen hier noch. Die Spinnen, nee, die Würmer sind, dass die hier kommen. Diese Würmer sind übrigens geil. Ich hab ja Verteidigung brechen als MOP dabei und dann kriegen die so schön 200 Schaden reingefressen, ey. Ja genau, weil die Blitzeflexer halt drin haben, ne? Genau und so. Kannst irgendein Geist davon ist böse, der Siegel Mana kosten lässt. Und irgendein Skill, nee, warte mal. Irgendeiner macht doppelt hier. Fuck, Urecho-Geist, oder? Das ist Urecho? Irgendeiner von denen lässt auf jeden Fall mehr Mana. Längere Castzeit, sowas. Der war's. Ja, ich mach 3 Schaden mit einem Ding. Alles klar. Und ich? Bisschen mehr wahrscheinlich. 14. 20. Boah, Killer. Ja, erstmal. Soll ich auch nicht. Nee, Dunkelrohr war's. Der Dunkeln Senteur. Dunkeln Senteur. Ankündigungsschuss. Chanchel. GZ. Ich weiß. Ja. Aus der Truhe. Kratz. GZ, ja. Ich muss da vorne drüber lustig machen wieder. Wollen wir hier warten auf die? Also wenn wir die Spinne töten, auf die Geisterhüter, die jetzt hier um die Ecke gestranzt kommen eben. Ja, ne? Kann man mal machen. Also sind schon da. So, hier. Rein da. Go! Boah, cool. Dann wollen die schon. Kettenblitz. Mit Kettenblitz habe ich nie gespielt. Musste ich mir sogar letztens, oder was heißt letztens, als ich das letzte Mal Zufalls Arena mit dem Ele gespielt habe, musste ich mir sogar freischalten, weil ich das nie gekauft hatte mit irgendeinem Charakter. Nach 5 Jahren. Ich hatte übrigens... Wusstest du, dass in der 6. Geburtstagskiste keine spezifischen drin sind, Minipads? Wie gesagt, bei mir war ein Kost drin, der auch im 2. oder am 3. drin war. Ich weiß jetzt nicht in welchem. So. Im mega lame, ey. Zieh ich da so ein Kost raus. Bei wegen wem anders ziehe ich den Inventari raus und dann halt noch den Verschlinger, den ich auch noch mal. Ich hab schon mal durchgeguckt, mein Assassine ist... Nein, oder was? Nein, letzte Woche noch. So. Weil ich einmal drin war, ja. Meine Assassine hat bald Geburtstag, 5. Oh ja, oh ja. Da 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 da. Jetzt hab ich einen Ohrwurm von dir, Mann. Das war nicht mein. Stimmt jetzt nicht, Dani, du hast keine Patente. Pfannenbogen. Arzt. Danke. Fuck, wie machen wir jetzt gleich mit Heller Klagen? Du pullst, ne? Die Banshees. Okay. Wir müssen die weit weg pullen, weil wir haben eigentlich nur AOE drinne. Weißt du, dass die Banshees auch eingenommen können? Ich weiß, ich hab meine letzte Ecke daraus bekommen. Ich hab eine Nachricht bekommen. Ich bin wichtig. Wie war das nochmal? Ich kann bei dir pennen? Nein.
Kollege aus Gelsenkirchen ist doch da. Das habe ich mir auch vorher schon. Cool. Ich habe einen Aufsieb bekommen. Danke. Danke. Schon danke gesagt. Da oben ist übrigens eine Opsi-Truhe. Das wäre dann die vierte, die ich mit meinem Dietrich öffnen kann. Ja. Gut, Talkara macht das. So. Hol mal bitte. Warte. Nein, wir gehen erst so. Wir lassen die einfach erstmal ignorieren. Wir ignorieren die erstmal. Ich wollte gerade, hier Waffe wechseln, ne? Hat nicht so funktioniert, oder? Ich hab noch kurz vorher gebremst. Bremst. Also ich könnte meinen Chat wieder ausmachen. Steht eh nur Mock drinne. Deswegen mache ich ihn auch in der GW2-Aufnahme aus, weil es einfach nicht passt von der Größe. Oh, Schattenkling ist auch ein übelst netter Skin. Ja, das stimmt. Schattenkling ist geil. Hatte ich sogar mal eine Zeit lang. Aber irgendwann habe ich es verkauft. Ja, ich bin so böse. Böse mit zwei Lappen. Oh ja. Oder ich kann auch Alex anbieten, dass er zelten soll. Das ist ein Insider, versteht leider keiner. Lalalala. Für wen? Wo ist denn meine Schattenklinge? Wer muss man? Achso, deine Schatten. Nee, meine ist das. Das ist deine. Stell dir mal vor, da ist jetzt 15,50 drauf. Wenn es 14,50 ist, wäre es auch nicht schlecht. Würde ich auch nicht mehr sagen. 13,50 würde es einen Held kriegen. Ich habe ihr den ganzen grünen Gegenstand, die ich eben bekommen habe, ich immer mal Helden gegeben. Die müssen wir auch noch weghauen, ne? Ich gucke jetzt erstmal direkt drauf, was drin ist. 13 wären Stance. 13 Haltung also. Geil. Ziel außerhalb der Hörweite. Weißt du, er fragt mich gerade, morgen denselben Look oder jeder für sich selbst? Ich so, jeder für sich selbst oder hast du einen Nietengürtel? Ich glaube nicht, dass er einen hat. Nee, ich hab keinen. Du? Ja, zwei Stück. So, lass mal den in Ruhe. Wir lassen den in Ruhe. Nur den Geisterhüter hauen wir hier noch weg. Warum? Was? Warum? Ja. Weil er mir im Weg stand. Und wegen der Opsi jetzt droppt. Hast du gesehen? Ja. Hab ich schon zu schnell. Hast du recht eingesammelt, ne? Nee, yep. Guck hier. Siehst du? Ja. Er fragt Hemd und Krawatte. Ja, Hemd habe ich ja wohl an. Das kann ich ja morgen nochmal tragen. Patz. Noch ein Stück näher weit. Ja. Hm? Kannst die nächsten locken. La 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 da 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 da. Und dann müssen wir mal schnell rein, ne? Damit die anderen den halt nicht fisten. Die Sachen, die da gleich spawnen. Reinigungsstecken habe ich vorhin noch nicht aufgehoben. So, schnell rein da. Wegen den Schattenbestien. Aber wir gehen erst links. Quest nimmt noch keiner an. Quest nimmt keiner an. Zack, alle nehmen die Quest an. Oh, das war damals immer so wunderbar herrlich. Weg vom Herr der Schatten. Herr der Klagen. Wegen den Chaosriss. Ich bin blind. Ich kann unsere beschädigte Rüstung. Ich auch. Ich bin mit Salami belegt. Mit wer Salami? Nein. Also die Schattenbestien. Oh, boshafter Geist, ganz böse.
Wer hat ihn drauf? Tollkörper hat ihn drauf, das ist nicht gut. Ich habe auch einen drauf. Ich nicht. Okay. So. Gucken wir hier noch. Da ist keiner. Wissen ist... Kaputt gegangen. Unten war voll die Mülltruhe. Weißt du, lila und kaputt. Ja. Meiner hat heile geblieben. Heiliger Stecken, Q12, Kunstergötter. Fehlt noch? Gar nichts, oder? Was? Scherbenwolf, der letzte? Der letzte Scherbenwolf ist auf dem Weg. Das? Ja, das war's. Kannst du auch Questlog gucken. Wir haben 9 von 11 fertig. Ja, ich gehe schon. Hm, soll ich mal annehmen? Nein. Einfach auf Nummer sicher. Okay. Wie hieß das Siegel auf der 6 nochmal? Siegel der verlorenen Seelen. Gibt Mana und Leben, wenn die unter 50% sind. So, jetzt kannst du. Läuft. Ja. Soll ich hier deine Tanz ist etwas holen? Meinst du, du kannst nicht mal ruhig schlafen, wenn du es nicht tust, oder was? Ich wollte es ja. Ja, ich hoffe, es ist eingepackt, weil sonst sehe ich es ja sofort. Ja, dann... Weiß ich nicht. Jetzt krieg ich irgendwelchen Müll. Ja. Ja. Ja, mach mal, ne? Da 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 da. Oh mein Gott! Es ist eine Kuh im Kleid, die tanzen kann, wenn man auf den Arm drückt. Auf der Hand. Auf der Hand. Soll ich das vorstellen? Ja. Es klappt nicht. Es ist was. Jetzt drauf, sie fällt runter gleich. Die ist aber cool. Das ist stimmt. Das ist wirklich, sowas ist wirklich geil. Das kann man zum Schrottwichteln weiter verschenken. Weißt du? Und der das bekommt, der ist der King dann an dem Tag. Sowas kannst du eigentlich nur verschenken, wenn da mehr Leute bei sind. Damit das einfach so rüberkommt von wegen, ey, der hat sowas, der macht das die ganze Zeit an und dann immer so alle 30 Minuten macht das einmal an und dann. Das ist so die Sache davon. Das ist dieser Hype darum, warum manche beim Wichteln einfach so mega geil abgehen. Weil die einfach sowas richtig geiles geschenkt bekommen. Besonders gut wieder zu verwerten. Muss ich machen. Wieso ist da nur eine Opsi? Das sind 4. Oh. Und ich habe 44 Holzbretter aus der Achse hier bekommen. 44? Ja, die war besonders gut wieder zu bewerten. Oh ja. Und ey, ich hab 5 Stack, ey. Oh ja, so. Sibbe hat mir auch auf die Chronik geschrieben, dass ich Geburtstag habe. Wow, danke Sibbe. Und falls du dieses Video jemals siehst. Ich kann diese Folge ja, wenn ich es passend schneide, sagen, Geburtstagsfolge. Seit 17 Minuten ist das eine Geburtstagsfolge. Ich kann es auch sein lassen. Und noch jemand hat mir geschrieben. Eieiei, Alex. Bin pennen, Bro, übelst müde, ja, mach das. Nerv mich nicht. Weißt du, der hat ja auch... Nein, für einen Flaschenöffner. Krass. Ja, kannst du sogar hier auf so eine... Kannst du normale Flaschen mit öffnen. Also so Sprudelflaschen kannst du damit öffnen. Ich dachte, du kannst das einfach... Nee, das passt nicht auf die Flasche drauf, auf die Bierflasche. Nee, du kannst damit normale Flaschen öffnen. Ja. Was ist das hier? Nur so, Aussparung oder so. Was? Diese Löcher da? Ja, die sind einfach nur so da. Ich komm schon langsam her. Brauchst noch nicht. Ich brauch noch ein bisschen. Einfach wirklich aus. Hab ich mich angenommen? Nein. Hab ich angenommen. Weißt du, die greifen bei dir nicht? Ach so, die sind noch ein bisschen ein Stück weiter vorne. Ja, die stehen da hinten, guck. Ach ja, stimmt, da stehen die. Ja, genau, also. Ja, wenn du sie jetzt aktivierst, musst du dich bewegen, ne? Ich bin nicht so schnell mit den Töten, weil ich die Mönche nicht als Target setze. So. Bin ich schon dort. Warte, du könntest in... Ja, warte, ich sag dir, wann du loslaufen kannst.
Weil die halt nicht in der Gruppe drin sind, also in dieser Verbündetenliste. Deswegen werden die nicht geheilt. Ich hatte übrigens einmal in der Mission hier, wo du diese ganzen Zentauren in Eye of the, in Nightfall befreien musst, ne? Hatte ich einen Elite-Zentauren. Als Verbündeten. Das war geil. Ja, du kannst jetzt durchlaufen. Du darfst. Du hast schon am Start. Paul hat gesagt, ich bin fett. Wer ist überhaupt Paul? Keine Ahnung. Kennt ihr Gilde noch? Wer ist übrigens Paul? Wer ist eigentlich Paul? Oder unsere Stühle quietschen. Also, ja. Es ging eigentlich um deinen Stuhl, nicht um meinen. Mein letzter Stuhl quietscht aber auch eher. Das stimmt. Das habe ich sogar schon mal angesprochen gehabt. Hast du sogar schon behauptet, dein Stuhl würde quietschen, als du einmal halt dein Stuhl quietschen lassen hast? Ich habe mich nur kurz bewegt, ey. Ja, ist ungefähr so gemacht. Das Quietschen meine ich. Okay. Gut, dass keiner die Bewegung sieht. Welche die? Der tut weh, aua. Wo bist du schon? Also, alles klar, alles safe, alles easy, alles GG, nice. Da 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 da. Ist voll cool. Danke. Ja. Sie richtig was einfallen lassen. Was ja kreativ. Yo! Weißt du, jetzt kam? Ich brauche irgendwas Sinnloses, das nimmt das mit, die nervt. Meine Freundin hat schon mal... Ich habe ihr meine Tasche gegeben gehabt, weil ich viel, Klamotten hatte, ne? Er fehlt noch ein Wolf? Und das hat... Irgendein Wolf fehlt noch. Ach ja! Der, auf dem Friedhof. Der läuft da alleine noch irgendwo rum, den haben wir nicht getötet. Bei Menzies Priester. Bei dem Foliant. Genau. Da, dem Friedhof da. Ja, der ist ja da. Also, ja, gut, dass ich die Missions... Hier gibt's keine Missionskarte. Also hier, da müssen wir hin. Da ist noch irgendwo einer. Hast recht. Ja. Ich weiß. Danke. Jetzt kommt das hier mit den mega, mega geilen Drops, ne? Gleich. Oh, hätte er klagen, hätte ich mal annehmen sollen noch und gleich noch abgeben. So, ich krieg aber 10.000 weniger, Erfahrungspunkte weniger. So. Ist noch der letzte Scherbenwolf. Nun haben wir schon. Alter, Geheimagent. 232.000. Ich hab zu viel. Ich bringe mal viel. Ja, hau raus. 222.000. 106k. Sperrmarschall 89.000. Achso, 74. Vernichter von allem 208.000. Vernichter von allem 178.000. Legendärer Gründer 188.000. Nicht so schäbig 161. 178. Hast du die eigentlich auch schon alle voll? Also diese habe ich voll. Wie viele Titel hast du denn eigentlich? 16 oder so. Wird dir angezeigt. 15. Hui. Ja, was fehlt denn noch so? Also ich brauche noch einen Punkt innerhalb der Monumente, dann kriege ich, dann habe ich 40 Punkte. Mhm. Und dann bekomme ich wiederum 50 Ja, Punkte in Guild Wars 2. Ja, ich habe ja schon fast 3100 wieder. Ich bin ja nah an der 3,5er dran. Wir müssen mal gucken, wo der Scherbenwolf überhaupt ist hier. Da ist er. Hab ihn. Kannst du schon zur Schmiede laufen. Dann mach ich ja mal. Ja, mach das mal. Ich sag, du kriegst eine Obsi-Scherbe, eine Obsi, einen Obsi-Schlüssel. Und einen Onyx. Achso, ich weiß, das kann ich jetzt auch schon sagen. Ich weiß. So, er ist tot. Hä? Fehlt noch einer. Hä, wollen wir denn noch einen vergessen? Ist trash. So. Ah! Beim Turm. Beim Turm ist auch noch einer. Mann, sind wir gut. Eieiei. Beim Turm so etwas weiter hinten. Beim Turm kurz. Ja gut, dann renne ich da mal eben kurz hin. Ja, wir haben schon weit gemacht. Ja, dann renne ich da mal eben hin und mach das dann gleich offscreen weiter. So. Er hat seine Truhe geöffnet. Was war drinne? Es war drinne eine Obsidian-Scherbe, ein Önix und Obsidian-Schlüssel, wie ich es gesagt hatte.
Und dann halt noch eine Aegis und Und alle, die wissen, wie schlecht es ist, guckt es euch an. Ja, es ist gut rein zur Motivation, 60 Lesungen bei Weltzungen hier zum Stahlfest. Wobei Hieb und Stahlfest? So, und jetzt guck ich. Ich habe einen Kanalisierungsfokus auf Q9, einen Onyx, einen Obsidian-Scherbe und einen Obsidian-Schlüssel. Das ist Q9, das Mann. Ja, so. Was muss denn jetzt noch? Achso, mir die Obsidian geben, danke. Guck mal, 6 habe ich jetzt schon mal. Mache ich 20 Runs, habe ich alles. So. Jetzt öffne ich die Truhe und du kriegst einen Erdstab. So, egal, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Es hat uns, selber, glaube ich, hat es dir Spaß gemacht? Ja, hat sich am Ende nur ein bisschen gezogen, weil wir einfach zu dämlich waren. Ich habe übrigens plus 43 Lebenspunkte bei Verzauberung. Und? Mein Herz ist rein Giftdauer. Reduziert. So, ich würde sagen, ja, dann danke. Wir sehen uns bei dem nächsten Retro-Projekt oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal.